Hey Leute, hier ist jetzt gerade mit Jan. Sag was. Hey, lange nicht mehr gesehen. Ja, wir haben ihn lange nicht mehr gesehen. Er ist heute gekommen, weil er wusste, dass ich jetzt zurück vom Urlaub bin. Halt, er ist einfach vorbeigekommen. Ich glaube, ich werde jetzt öfter vorbeikommen. Das war ein Spaß. Egal. Ja, wieso bist du nochmal hier? Ich wollte fragen, wie dein Urlaub war. Hab ja die Videos auf deinem Kanal gesehen. Ja. Ja? Ja. Und ja, ich bin wieder zurück vom Urlaub. Wie ihr seht, ich bin mein Zimmer. Ja, das bin ich genau. Ja, das ist mein Zimmer hier. Ja, klar, ja, definitiv. Und ja. Die Spanien-Videos sind alle schon draußen. Sorry, dass ich das nicht gemacht habe mit dem Meer. Ich konnte keine Aufnahmen auf dem Meer machen. Das ging nicht, weil wir mussten an dem Tag genau sofort und diese Uhrzeit weg. Und dann konnte ich kein Video vom Meer machen. Du hast doch 7 Tage, nicht einen Tag. Ach nee, beim letzten Tag wollte ich das noch schnell machen. Aber da war genau an die Uhrzeit, mussten wir schon warten beim Bus. Obwohl er eine Stunde dann nachgekommen ist. Das hasse ich. Wenn die sagen, ja, du musst jetzt gehen. Und Jan, was wolltest du heute machen? Also wir gehen gleich mit Alex in die Stadt, ein bisschen chillen, ne? Ja, weil ich bin halt wieder so aus, dann können wir auch mal in die Stadt gehen und sowas. Und ich habe eine schöne Verletzung. Da war schon ein Pflaster drauf. Habe ich mir beim Pool gemacht. Das ist vom Pflaster, dieser Scheiß. Das schwarze Scheißding. Ich auch noch ein bisschen. Was hast du da? Ach, also, ich hatte da im Urlaub, wie kann man sagen, ich hatte im ganzen Gesicht, war alles rot. Dann hatte ich das ja an der anderen Backe auch, aber schon an dem zweiten Tag. Ich war ja 3 Wochen weg in Spanien. Dann habe ich das gekratzt und dann ist es passiert. Weil das hat so gejuckt und da kamen auf einmal voll viele Picke. Okay. Jan wollte heute dumme Geräusche machen. Ja! Nein, wollte ich nicht. Doch, du hast gesagt. Ich habe dumme Audios geschickt und der will jetzt zeigen. Geht in mein iPhone. Okay, du kannst jetzt aufhören. Wir dürfen nicht mehr. Ja. So, ich kann es schon nicht egal. Seine Audios geschickt hat. Alex. So Leute, heute im Video wollte ich eigentlich nur ein paar Sachen zeigen, die ich von Spanien habe. Warte mal, ich mache ein Foto, Alex. Okay, wartet mal kurz. Nein, ganz kurz. Wir müssen nur so tun, als ob das dein Portemonnaie wäre. Nein. Doch. Ja, fangen wir jetzt mal. So Leute, ich habe ein neues Portemonnaie. Das ist auch von Spanien. Das ist schon mal geil. Ich glaube, ihr müsst ein bisschen bedeutet hier. Ja, was ist das, Jan? Ein Spiel namens Galoppi-Dübel. Müsst ihr jeder kennen. Ich dachte mir, ich habe das gesehen. What the fuck, wer hat das da hingetan? Und ich fand es ziemlich krass. Wie teuer war das? Kein blauen Schuh vergessen. Ich vergesse das die ganze Zeit. Hast den Schein wieder reingetan. Weil wir gehen gleich in die Stadt mit einem schönen Eurostein und dann gehen wir irgendwas machen. Ich mache noch ein Video in die Stadt, ne? Und ja. Wollte ich euch nochmal zeigen. Jetzt nochmal mein neues Portemonnaie. Halt wie ein normales Portemonnaie. Tja, aber. Wie viel Geld hast du? Drin gerade. Meinst du? 10 Euro. Ja.
Ich wollte eigentlich normalerweise nur meinen. In Spanien ist sowieso alles gefaked. Also in jedem Ausland. Und wir wollten. Wir waren, ne? Weißt du, wo wir waren? Das ist hier so das Geilste. Jetzt wird die ja schon denken: What the fuck? Das habe ich auch vergessen zu sagen. Wir waren. Barcelona. Gegen Rom gucken live. Ja? Im Stadion. Hast du Video gemacht? Geil. Und ja, ich wollte mein Portemonnaie zeigen. Und ja. Mein neues Portemonnaie. Ciao.